Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch, die ihr hier anwesend seid, die kleine Schar, die hier sitzt. Aber ich möchte auch Sie und euch an den Bildschirmen bei YouTube begrüßen. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid, auch online. Und ich denke, es ist eine tolle Sache, dass es diese Technik gibt. Und ich möchte jetzt als allererstes den begrüßen, warum wir uns hier versammeln, nämlich unseren Herrn Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du durch das Internet wirkst zu Menschen, Herr. Ich danke dir, dass du da bist und dass wir wissen, dass du uns nicht verlässt in dieser Zeit, Herr. Und ich lade dich jetzt ein, dass du dranbleibst, wenn du uns vielleicht noch nicht kennst, dass du dranbleibst, um diese Botschaft zu hören, die du vielleicht noch nie in deinem Leben gehört hast. Ja, und ich möchte das Lobpreisteam jetzt bitten, mit einem Starter zu beginnen. Dankeschön. Ja, ich will dich immer preisen, Herr. Das ist mein Wunsch für diesen Sonntag, für diese Zeit, die wir haben.
Ja, ich habe einige Ansagen zu machen. Wir treffen uns nächsten Sonntag als Gottesdienstmitarbeiter nach dem Gottesdienst zu kleinen Gesprächen, wie es weitergehen kann, weil wir selber alle ja genau da stehen, wo wir alle stehen. Wir wissen im Grunde nicht viel. Wir können im Grunde nicht planen. Wir planen von Woche zu Woche. Ja, nichts ist umsonst, auch nicht dieses Gebäude und unsere Technik, die uns so toll dient, und ich finde das so klasse. Auch einen herzlichen Dank mal an die Technik, die wird nämlich sonst immer vergessen, an die Techniker, die sich mit allerhand Sachen rumplagen müssen. Es ist gar nicht so easy, das sieht easy aus, aber ich denke, das ist ganz schön schwierig, so einen Livestream zu machen. Herzlichen Dank an euch. Ja, wenn ihr spenden wollt, dann findet ihr auf der Homepage die Bankverbindung oder auch einen Barcode, wo ihr dann per PayPal spenden könnt. Oder ihr könnt nach wie vor Briefe hier zu den Mitarbeitern beim Mittagstisch in die Gemeinde bringen. Ja, wir hatten auch ein Geburtstagskind in dieser Woche, und zwar unseren lieben Alfred. Lieber Alfred, ich hoffe, du schaust zu. Ich hoffe, dich erreicht jetzt diese Botschaft. Und lieber Alfred, für dich habe ich etwas aus Psalm 7, Vers 2. Auf dich, Herr, mein Gott, traue bzw. vertraue ich. Das wünsche ich dir, lieber Alfred, online jetzt, dass du weiterhin auf den Herrn vertraust, auch in diesen schwierigen Zeiten. Sei gesegnet. Ja. Ja, eine Woche liegt hinter uns, eine Woche, die uns wieder tief bewegt hat, eine Woche, wo die Zahlen schon wieder nach oben gehen und wo alle sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Typisch menschlich. Ja, da ist so ein kleines Virus auf dieser Welt, das uns Probleme bereitet, also was man nicht mal sehen kann mit dem bloßen Auge. Und wenn wir ehrlich sind und wenn wir wirklich tief fragen, dann wissen wir eigentlich, dass das eigentliche Virus die Trennung von Gott, nämlich die Sünde ist, und die ist seit Anbeginn da, seit dem Sündenfall. Wir sind voller Virus, voller Sündenvirus. Wir Menschen alle, da ist niemand, der Gutes tut, steht in der Bibel. Wir alle sind von diesem Virus infiziert. Und was brauchen wir, um nicht mehr infiziert zu sein? Was bietet die Welt an gegen das Virus? Eine Impfung. Genau, und die brauchen wir auch. Wir brauchen die Impfung durch den Heiligen Geist, der unser Herz berührt und der uns deutlich macht, dass wir Sünder sind. Und wenn ich so gucke und dann so sehe, es sind ja jetzt viele Leute auch auf den Straßen unterwegs und die fordern ja, habt ihr vielleicht mitbekommen, wir wollen unser altes Leben zurück? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wollen wir wirklich unser altes Leben zurück? Was schreibt denn Paulus in 2. Korinther? Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. So, das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Wir sollen uns nicht nach dem alten Sehnen zurücksehnen, nach dem alten sündigen Leben, sondern wir sollen nach dem neuen Leben Ausschau halten. Das neue Leben, was Christus hat. Das hört sich jetzt erstmal für Corona ein bisschen komisch an. Aber es ist so gemeint. Und das neue Leben hat bereits begonnen in uns. Als wir Jesus angenommen haben, als wir zu Jesus gebetet haben, gesagt haben, ja, wir sind Sünder, wir brauchen dich, hat unser neues Leben begonnen und wir leben in einem neuen Leben. Und wir wissen, dieses neue Leben wird vollkommen vollendet, wenn unser Herr Jesus wiederkommt. Und wir wissen das. Das hat er uns versprochen. Jesus hat uns versprochen, ich werde wiederkommen. Und dann wird es vollendet. Dann wird die gesamte Erde verwandelt und wir werden auch ganz neu verwandelt. Aber wir sind jetzt schon neue Menschen. Und deshalb lasst uns allein auf Jesus schauen, auch in dieser Krise. Lasst uns auf Jesus schauen, der uns neues Leben gibt. Und ich weiß, dass wir verletzt sind. Ich weiß, dass wir viele Dinge, die unser altes Leben in Anführungszeichen ausgemacht haben, im Moment schwierig sind. Und trotzdem hat Jesus was Neues für uns.
Und ich glaube auch fest daran, wenn diese Krise überwunden ist, dann wird es in einer völlig neuen Art und Weise, hoffe ich, mit unserer Gemeinschaft, mit unserer Präsenz hier weitergehen. Und deshalb freue ich mich, dass auch Leute zuschauen, vielleicht jetzt online, die uns vielleicht noch gar nicht kennen, die vielleicht diese Gemeinde nur mit Abstand bisher gekannt haben. Und deshalb lade ich dich ein, nimm dieses Angebot an. Lass dich erneuern von Jesus. Amen. Ja, der Mirko, der hat ein Zeugnis für uns und danach werden wir gemeinsam Lobpreis feiern. Ja, bin ich in der Kamera? Ja, wurde jetzt ganz spontan von mir gewünscht, dass ich das mache. Ja, also vielleicht wisst ihr das, dass Michael, unser Bruder Michael, seit Jahren jeden Monat einmal mit einem dicken, fetten Bücherstand in die Stadtelger Fußgängerzone geht und dort versucht, Menschen für Jesus zu erreichen. Und ich habe das irgendwann mal mitbekommen und hatte den Eindruck, ihn zu unterstützen. Und irgendwann mal kam der Eindruck, ich weiß nicht mehr von wem, dass wir auch dort Lieder singen. Ja, Lobpreislieder und Lieder, die auch ein wenig evangelistisch sind. Und als wir das gestartet haben, da gab es wirklich tolle Ereignisse. Also Menschen sind stehen geblieben, haben zugehört. Manchmal musste man denen regelrecht was vorsingen und dann merkte man, dass sie berührt wurden. Und einmal war es sogar so, dass jemand länger stehen blieb und wollte gar nicht gehen. Und dann waren wir dann irgendwann mal wieder am Abbauen und dann ging ich auf ihn zu und wir haben gesprochen und ich merkte einfach, dass er auf der Suche nach dem Herrn war. Er war schon mal irgendwie bei Gott, aber irgendwie ist wieder so ein bisschen abgedriftet und er brauchte einen Neustart. Und dann haben ein Bruder und ich Ahnung gehabt, dass wir beten und wir haben gebetet für ihn auf der Straße und mit einem Mal fing er an zu jubeln, oh mein Schmerz ist weg. Ich frage ihn, welcher Schmerz? Ja, der Schmerz im Knie, den ich schon seit ich weiß nicht wie lange habe. Und ich war ganz überrascht. Ich dachte, preis dem Herrn. Ja, wenn man für ihn betet, dann wirkt er an Herr Sachen, die man gar nicht weiß, an was derjenige so hat. Ja. Und gestern hatten wir wieder so einen Einsatz. Da gab es jetzt so eine Situation nicht. Aber da kam zum Beispiel eine Dame vom Ordnungsamt vorbei und fragte dann, wer hat denn diesen und jenen Wagen? Und das war dann der große Transportwagen von Michael, wo er alles reinpackt. Und ich meine, er hat auch einen christlichen Spruch aufs Auto. Und dann fragte er, ja, das ist mein Wagen. Und dann fragte sie, ja, da ist aber kein Zettel drin hier, ne? Parkgebühr, Zettel. Und dann meinte er, und Sie haben sich bestimmt schon ein Ticket geschrieben. Nein, ich gebe Ihnen die Chance, da nochmal einen zu kaufen. Ja? Und das ist die Dame vom Ordnungsamt gewesen. Da habe ich auch gedacht, guck, der Herr hat sich gleich ein bisschen in Richtung Gnade bewegt. Sie wollte das Werk, das wir dort tun, nicht stören. Also summa summarum, der Herr ist da, der Herr wirkt. Und es sind auch Geschwister von anderen Gemeinden mit dabei. Ja, manche verteilen auch Traktate, wie unser Bruder Willi zum Beispiel, suchen das Gespräch mit Menschen. Und wir unterstützen das mit Gesang. Ja, und das bewirkt was in der unsichtbaren Welt. Es ist ein gesegneter Einsatz. Und wir erwarten noch mehr, dass der Herr noch mehr tut. Und das sind erstmal Anfänge, die wir gemacht haben. Aber der Herr ist da und wirkt. Ja, und das ist schön. Halleluja. Liebe, o Herr, da ist mehr, so viel mehr, da ist mehr von deiner Gnade, o Herr.
ich gehe weiter in den Strom, immer tiefer hinein in dich, in deinen Geist, in deine Kraft. Ich will nicht bleiben, wie ich bin, will verwandelt werden in dein Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da ist mehr, so viel mehr, da ist mehr von deiner Freude, o Herr. Da ist mehr, so viel mehr, da ist mehr von deiner Freiheit, o Herr. Ich gehe weiter in den Strom, immer tiefer hinein in dich, in deinen Geist, in deine Kraft. Ich will nicht bleiben, wie ich bin, will verwandelt werden in dein Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da ist mehr, so viel mehr, da ist mehr von deiner Wahrheit, o Herr. Da ist mehr, so viel mehr, da ist mehr von deiner Vollmacht, o Herr. Ich gehe weiter in den Strom, immer tiefer hinein in dich, in deinen Geist, in deine Kraft. Ich will nicht bleiben, wie ich bin, will verwandelt werden in dein Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich gehe weiter in den Strom, immer tiefer hinein in dich, in deinen Geist, in deine Kraft. Ich will nicht bleiben, wie ich bin, will verwandelt werden in dein Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich gehe weiter in den Strom, immer tiefer hinein in dich, in deinen Geist, in deine Kraft. Ich will nicht bleiben, wie ich bin, will verwandelt werden in dein Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Herz, ich will dich sehen,
ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen in deiner Pracht, ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtet erhoben und herrlich, gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, 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 ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtet erhoben und herrlich. Aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtet erhoben und herrlich, gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtet erhoben und herrlich, gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen, ich will dich sehen in deiner Pracht. Leuchtet erhoben und herrlich, gieß aus deiner Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen. Heilig, 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 heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sein wie du, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr.
ist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als sein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich. O Herr, du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du. Mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr deine Worte verstehen. Ein Gott, der seine Kinder liebt, der als sein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich. O Herr, du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Du bist ein Gott. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als sein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich. O Herr, du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Gib uns mehr, gib uns mehr von dir. Dass wir heute hier zusammen sein können, Herr, und dass wir auch den Gottesdienst hier wieder zusammen feiern dürfen, Herr, und dass du uns immer mehr von dir gibst, Herr. Das ist so ein kostbares Geschenk, Herr, und wir wollen auch immer mehr von dir erfahren, Herr, und deine Güte und deine Stärke fühlen, Herr, im Herzen, Herr. Du bist in uns, Herr. Seid gesegnet. Amen. Danke, Jesus, dass du uns in deinen Armen hältst. Wir sind nicht allein, wir sind nicht verlassen, du bist da und hältst uns fest. Und darum lieben wir dich, Herr. Darum wollen wir mehr von dir in unserem Leben, mehr deine Liebe spüren, deine Kraft spüren. Und danke, Jesus, dass das ein Wunsch ist nach deinem Herzen und dass du ihn erfüllst in unserem Leben. Singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein.
Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Dir, mein Retter, dir, mein Jesus, du hast so viel für dich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz da. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber will, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem. Nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär. Mein Herz ist froh. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär. Mein Herz ist froh. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. In deinem Arm. Als in deinem liebenden Arm. In deinem. Ganz nah bei dir, halte mich fest, ganz nah bei dir, halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm, in deinem Danke, Jesus, da sind wir geworden. Halleluja. Amen.
Hoffnungsträger brauchen einen festen Stand, wenn sie halt eben Evangelium auch weitergeben wollen. Und meine Predigt heute heißt, was trägt? Was trägt wirklich? Und ich will euch mit hineinnehmen in eine Situation, die ich in meiner Kindheit erlebt habe. Ich war etwa so 7, 8 Jahre alt. Da war das bei uns in Saarbrücken, ich bin ja im Saarland groß geworden, ganz in der Nähe hatten wir eine Müllhalde. Und an dieser Müllhalde entlang floss ein Bach. Und wir haben dort viel gespielt, weil es direkt auch am Wald lag. Und dieser Bach wurde so ein bisschen angestaut durch diese Müllhalde und war so ein kleiner See entstanden. Und wir wollten gerne Floß fahren. Was haben wir gemacht? Wir haben uns Holzstämme gesucht und haben Seile gesucht, haben uns die Stämme zusammengebunden. Das waren dünne Stämme, das waren ein bisschen dickere Stämme. Haben darauf Matratzen gelegt, die wir gefunden haben, und sind losgepaddelt. Das ist ein bisschen moderner als unseres. Und wir standen auf diesem kleinen Floß und mit Stöckern haben wir uns vorangeschoben. Und die große Frage war gewesen, trägt uns das Floß? Trägt es uns? Und wir kamen an so eine Kurve, wo ein großer, mächtiger Baum stand, da ging der so richtig ein Bogen drumherum. Und wir mussten das so ein bisschen stöckern, um halt eben drumherum zu kommen. Und ich bin ein bisschen zu weit auf die Seite geraten und es hat mich nicht mehr getragen. Ich fiel in den Bach und als ich wieder hochkam, war das Floß über mir. Ich hatte die Augen auf, kann mich noch sehr gut an die Situation erinnern, war so meine erste Taucherfahrung. Habe mich dann von dem Floß abgestoßen und habe unten eine Wurzel von dem Baum gesehen und habe mich dann an dieser Wurzel ans Land gezogen. War für mich meine erste wirklich ein bisschen dramatische Erfahrung, die ich hatte auch mit was trägt. Die Situation, was trägt, ist halt eben auch nicht so ganz einfach. Denn wir alle wünschen uns ja in unserem Leben, gerade in der jetzigen Zeit, in der wir stehen, wünschen wir uns eigentlich doch Harmonie und Ausgleich, Ausgeglichenheit. Wir möchten doch gerne die Situation haben, dass alles in Ordnung ist, dass wir keinen Stress haben. Und gerade den haben wir jetzt aktuell zuhauf. Und wir sehnen uns nach dieser Harmonie und wir sehnen uns nicht nur diese Harmonie im Allgemeinen, sondern wir sehnen uns auch nach dieser Harmonie im ganz Speziellen. Und das ist natürlich auch in Beziehungen. Dass Beziehungen tragfähig sind oder werden. Das Problem dabei ist, dass wir aktuell halt eben so dicht aufeinander sitzen und die Stresssituationen in so vielen Familien so gehäuft sind, dass gerade hier das Potenzial, dass diese tragfähigen Beziehungen auf eine extreme Zerreißprobe gestellt werden, schon ziemlich groß ist. Und wir hören das und lesen das in Zeitungen, wir hören es in Nachrichten, dass gerade in diesen Situationen, was Familien angeht, Beziehungen sehr, sehr, sehr herausgefordert sind. Aber unabhängig von unserer aktuellen Situation, sind wir häufig in Situationen, und wir begeben uns häufig in Situationen, wo wir Risiken eingehen
und wir hoffen, dass es gut geht. Ich weiß nicht, ob ich Mut hätte, über diese Brücke zu gehen. Aber häufig entscheiden wir uns in unserem Leben zu Dingen, die einem Gang über dieser Brücke ähneln. Wir kommen in Lebenssituationen hinein, wo wir auf einmal merken, das, was wir gemacht haben, das, was wir uns vorgestellt haben, das trägt nicht mehr. Und wir erleben Einbrüche in unserem Leben. Setzt euch doch rüber, das kann ich nicht mit ansehen. Wir erleben Einbrüche in unserem Leben, die uns in großer Weise herausfordern und häufig auch in Lebensgefahr bringen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Gerade in der heutigen Zeit, viele Geschäftsleute, Gastronomen und so weiter, sind im Moment in einer Situation, wo das für sie, diese Pandemie, ein absoluter Einbruch ist. Sie kämpfen mit Insolvenzen und es ist abzuwarten, was so zum Herbst hin, wie sich diese Insolvenzwelle in Deutschland möglicherweise ausbreiten wird. Etwas, was unser Leben, unser aller Leben beeinflussen wird, wenn wir auf einmal nicht mehr so freizügig essen gehen können, wo wir gerne wollen, denn das Restaurant musste zumachen. Und das sind so Einbrüche, die existenziell sind. Das, was wir in unserem Leben aufgebaut haben, Arbeitsplatz verloren oder mit der Pandemie eine Krankheit über uns gekommen, die uns viel abgefordert hat. Meine Frau und ich, wir hatten ja nun auch diesen Virus und sind zum Glück relativ gut darüber weggekommen. Und häufig ist es auch so, dass solche Einbrüche in unserem Leben passieren, obwohl wir vorher gewarnt worden sind. Und dann stehen wir da. Und dann fragen wir uns, was trägt? Mir ist meine Lebensgrundlage genommen. Was trägt? Was hält mich jetzt noch? Und das ist die große Frage, die uns an der Stelle halt eben auch wirklich bewegt. Und wir gehen auf die Suche und suchen eine Möglichkeit, etwas zu finden, was wirklich trägt. Während meines Studiums habe ich mal so eine Brücke berechnet. Die trägt schon eine ganze Menge. Aber was trägt in deinem Leben wirklich? Was ist es, was in deinem Leben wirklich durchträgt? Und wir spüren, dass bei diesen Einbrüchen etwas ganz stark in uns Menschen hervorkommt. Ganz schnell kommt das hervor. Und das ist Angst. Und Angst fängt da an, wo Vertrauen aufhört. Aber liebe Freunde, liebe Geschwister, ich möchte es einfach umkehren. Ich möchte sagen, Angst hört da auf, wo Vertrauen anfängt. Aber worauf vertraue ich? Wo setze ich meine Hoffnung? Auf meine 60, 70, 80 Jahre hier auf dieser Welt? All das, was ich mir hier auf dieser Welt anschaffe, werde ich letztens nicht mitnehmen. Wir Menschen, wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Und für die Ewigkeit konzipiert. Der uns geschaffen hat, der uns ins Leben hineingerufen hat, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat uns zu seinem Ebenbild gemacht, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und das geht nur, wenn wir auch ewig leben. Sicherlich nicht mit unserem jetzigen Körper. Der wird irgendwann mal in der Erde verschwinden, in der Urne oder im Sarg.
oder im, wer weiß wie. Aber unser Körper wird vergehen. Aber das, was dich wirklich ausmacht, der du wirklich bist, der wird weiterleben. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, der Krisi mir, ja, der wird weiterleben. Der wird in der Gegenwart Gottes sein können, wenn wir es wollen. Denn hier geht es um Vertrauen. Angst hört da auf, wo Vertrauen anfängt. Und ich möchte uns mitnehmen in einen kurzen Abschnitt des Johannesevangeliums im Kapitel 6. Das ganze Kapitel 6 ist im Prinzip ein Werben Jesu um Vertrauen. Das fängt an mit der Speisung der 5000. Niemand hätte gedacht, dass man mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer und Frauen und Kinder verköstigen kann. Und er konnte es. Und damit wirbt er um Vertrauen, um Anerkennung, dass die Menschen erkennen, er ist Gottes Sohn, der Schöpfer Himmels und der Erde. Er wirbt in diesem ganzen Kapitel um Vertrauen. Und hier in diesem Text sagt er, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind dort alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, was vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das vom Himmel gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Das ist ein Angebot. Das ist das, was Jesus uns als Basis geben will. Er wirbt um Vertrauen, damit die Angst in unserem Leben keinen Raum hat. Egal in welcher Lebenssituation wir sind. Unser Leben hört mit dem Grabe nicht auf. Als wir Helmut zu Grabe getragen haben, da wussten wir alle, er ist dort und sieht den und hat Gemeinschaft mit dem, an den er geglaubt hat. Und hier ist diese Zusage. Jesus sagt ja, ich bin das wahre Brot. Wer mich aufnimmt, wer mein Leib isst, das ist jetzt nicht wörtlich gemeint, dass wir seinen Leib essen. Was der damit meint, ist, wenn wir ihn verinnerlichen, das, was ihn ausmacht, wenn er Raum in unserem Leben nehmen kann, hat Angst keinen Platz mehr. Nero ist fast zum Wahnsinn getrieben worden, als er die Christen in der Arena den Löwen zu Phrase warf und die sich nicht geängstigt haben, weil sie wussten, sie werden zu ihrem Herrn gehen. Das konnte er nicht verstehen. Wer das liest, der kann es verstehen. Vertrauen treibt Ängste aus. Er wirbt um Vertrauen. Wir finden in Römer 9, Vers 33, da wird sich bezogen schon auf Jesaja, da heißt es, wie geschrieben steht in Jesaja, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schande werden. Ein Fels. Meine Frau und ich, wir haben einen Felsen gesehen. El Capitano. Im Yosemite Nationalpark. Über 1000 Meter hoch, reiner Granit. Wenn du vor dem stehst, das ist gewaltig. Ein Monument ist das.
Und das ist nichts gegen Jesus Christus als der Fels unseres Glaubens, auf den wir bauen können. Ein großes Erdbeben oder ein Einschlag von einem Meteor und auch er ist weg. Jesus bleibt. Er sagt zu uns, ich bin das Brot des Lebens. Er gibt uns Leben in Ewigkeit. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich durchdringe alle Dunkelheit. Und wenn es noch so dunkel ist, die Dunkelheit kann kein Licht auslöschen. Das erleben wir immer wieder. Wenn es stockdunkel ist und du machst ein kleines Lämpchen an, die Dunkelheit muss weichen. Und Jesus ist das Licht der Welt. Er ist in diese dunkle Welt hineingekommen, um uns eine Perspektive als Menschen zu geben für diese Ewigkeit. Und er sagt von sich, ich bin alleine die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Ich alleine bin die Tür. Ein Absolutheitsanspruch, den er an der Stelle macht. Jesus alleine. Er ging ans Kreuz und hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und wir stehen kurz vor Ostern. Das sagt er uns, ich bin die Auferstehung und das Leben. Damit sagt er uns, es ist hier nicht zu Ende. Ich bin auf diese Welt gekommen als Mensch. Ich habe auf dieser Welt gelebt als Mensch. Ich habe erlebt und gelebt und gelitten genauso wie du. Ich kann dich verstehen. Und ich sage dir, mit dem Tod ist nicht alles zu Ende, denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Halleluja. Ist das nicht gewaltig, wenn das keine Zusage ist? Das ist das, was uns das Fundament gibt, was uns trägt. Zum Abschluss. Einfach die Zusammenfassung. Gott ist für dich. Er umgibt dich. Und er geht mit dir, wohin du auch immer gehst. Denn er hält alles in der Hand. Und er ist es, der dich trägt durch alle Lebenssituationen. Er hat mich auch getragen, als ich auf dem Floß stand, und dann ins Wasser fiel. Er hat mich getragen, als ich unter Wasser nach der Wurzel gesucht habe. Sonst würde ich heute nicht hier stehen. Denn 14 Tage später sind an der gleichen Stelle 2 ältere Jungs ertrunken. Er trägt uns durch unsere Lebenssituation. Die Angst hört da auf, wo Vertrauen anfängt. Weil er dich und mich trägt. Und das wünsche ich uns allen so von Herzen, dass uns das so tief ins Herz hineinfällt, diese Gewissheit, dass er uns trägt. Auch in dieser Pandemie, auch wenn wir so viele Einschränkungen haben. Meine Frau und ich, wir leiden so darunter, dass wir eine große Familie haben, weil wir sie im Moment nicht alle einladen können. Wir hätten sie gerne um uns. Und es geht nicht. Aber wir wissen, es kommt die Zeit, da wird es wieder gehen. Lasst uns nicht in Ängste kommen. Lasst uns auf den vertrauen, der uns trägt, der Himmel und Erde geschaffen hat und der am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. In Jesu Namen. Amen. Ja, herzlichen Dank.
Der Mensch ist Seele und Geist und das Materielle ist nicht alles. Ich selber habe ja auch eine Insolvenz hinter mir, Jürgen, ich will nur mal kurz drauf eingehen. Und Insolvenz ist hart, das macht was mit einem Menschen, weil das den Teppich unterm Boden wegzieht. Wenn plötzlich das Materielle weggezogen wird und du da plötzlich nackt und bloß stehst und dann nicht dieses Fundament kennst, dann wird es hart. Wenn du dann nicht mehr auf dem Fundament stehst, dann bist du im Treibsand und dann kann ich verstehen, dass ganz viele Leute verzweifelt sind, depressiv werden und ihrem Leben vielleicht sogar ein Ende bereiten. Und das wünsche ich den Menschen nicht, sondern ich wünsche, dass sie sich auf diesen Fels stellen, der Christus heißt. Denn der kann retten und der hat mich damals auch gerettet. Ich war zwar auch verstimmt und depressiv, aber Jesus hat mich wieder vollkommen hergestellt. Genau. Ich freue mich, dass wir diesen tollen Gottesdienst hatten. Und das Lobpreisteam wird uns jetzt noch mit einem Abschlusssegenslied in die Woche begleiten. Ich wünsche euch und uns eine gute Woche und seid gesegnet. Segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Auf den Kindern deiner Kinder.
und den Kindern deiner Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir. Auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir. Gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich und durchdring dich. Er ist mit dir, er ist mit dir. Jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst. Er ist für dich, 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 er ist für dich. Amen, 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 Amen. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir. Auf den Kindern ihrer Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir. Er ist vor dir und auch nach dir. Er ist um dich und durchdringt dich. Er ist mit dir, er ist mit dir. Jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst. Er ist für dich, 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 er ist für dich. Amen, 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 Amen.